dich selber vielleicht deine Gewissen. Aber wenn es kommt, die Zahlung am Ende bei deinen Kindern, bei deiner Familie, kannst du gar nichts sagen. Gespielt 20, 50 Jahre. Du gehst zum Admiral jeder Mozi-Shabbat. Willst du, dass deine Kinder werden auch zum Admiral? Nein, mein Sohn nicht, aber wieso nicht? Die Chavarim sagen, dein Vater war der König von Admiral. Jahre hat er verloren, die ganze Vermögen und immer verloren, immer verloren. Sagt er, ich möchte auch. Ich werde gewinnen. Mein Vater war ein Idiot, aber ich werde gewinnen. Sagt der Vater, 60 Jahre alt, halb gelähmt. Sollst du nicht gehen zum Admiral? Papa, die Chavarim sagen, dass du hast mehr in Admiral gewesen als zu Hause. Netto Stunden zu Hause und Admiral. Admiral ist 1 zu 0. Ihr sagt dir, ja, stimmt, aber es ist nicht gut. Lass mich sehen allein, dass ich nicht gut habe. Ich gehe auch 20 Jahre, werde verliere auch meine Wohnung, meine Frau und dann werden sie das nicht gut und werde auch zu meinen Kindern sagen, 60 Jahre alt, halb im Schuh geht, das ist nicht gut. Du kannst, kann ich auch. Papa trinkt Simchat Torah 3 Flaschen Wodka mit Sugar. Sagt der Sohn, ich möchte auch. Sagt der Vater, 40 Jahre alt, du bist 18 Jahre alt, Wodka ist nicht gut, aber Simchat Torah hat mir gesagt, Kartonen du hast getrunken in den letzten 20, 30 Jahren. Warum soll ich nicht? Das stimmt, meine lieber Sohn, aber es ist nicht gut. Lass mich trinken auch 2 Liter, zu sehen, ob das ist gut oder nicht gut, und dann werde ich bestätigen deine Befehle. Simchat Torah trinkt mir Sorgen Sugar und der Sohn singt. Er macht, er ist ein guter Kind. Er macht, was er zu Hause gesehen hat. Super. Nicht mehr, nicht weniger. Was aber? Habe als verfluchte Mama, habe halt geschlagen, habe aber wilder Tiere zu Hause. Und er ist auch so zu seiner Frau. Genau so, wie er zu Hause gesehen hat. Eines zu eins. Gute Kinder. Man sieht, Kopiemaschine zu praktisch zu bringen. Es gibt aber keine Vorwurf gegen die Kinder. Sie machen, was sie zu Hause gesehen haben. Kommst du mit dem Vater, komme ich zu, zu mir, steckst du so, mein Vater auch, meine Mutter immer geschlagen. Verflucht, das war jeder zweite Wort. Danke, nie gesagt. Mein Vater zu meiner Mutter, nee. Sie ist doch die Frau, sie muss das machen, kochen, wäschen. Sie muss, die ist doch die Frau. Sagt er auch kein Danke, weil zu Hause hat er das Wort Danke nicht gesehen. Beim Goim schon, Dankeschön, bitteschön, zum Goim schon. Dankeschön, bitteschön, sehr lieb, alles Gute, schönes Wochenende, super. Aber zu Hause nie. Weil der Vater auch immer zum Goim Danke gesagt. Zu Hause besorgt immer wieder die gegebene Zeitung, Danke. Aber zur Frau nicht. Das sagt auch nicht. Was man macht, so macht man. Jefet hat gesehen, beide Situationen. Noch zu Hause, noch draußen. Nett. Cham besonders beeinflusst worden ist von der Straße. Alles ist möglich. Und Shem hat beeinflusst besonders von zu Hause geworden Shem. Zadik, Rasha und die Mitglieder. Alle kommen von Noach. War Zadik Tamim. Aber was hat man zu Hause gezeigt? War 3 verschiedene Filme. Und Shem hat genommen 1 Szene. Und Cham hat genommen der andere und Jefet hat eine gewisse Salat gemacht und eine schöne Portion mit Öl und Gewürze. Nett. Wie war bei Jakob Avinu? Jakob Avinu war der Esav, Jakob Avinu 12 Stämme. Ja. Super. Alle Israel, alle 12, ja, mit der Toschlema, das Bett ist ganz schalem. Und besonders, was wir haben heute gelernt, was Rabbiner Kalmanowitz sagt über den Talmidei Chachamim in Yishelcha, in Yeshivat Mir. Das ist die letzte und die einzige. Dann kann man nicht später machen. Das ist die Methode bezüglich der anderen. Das ist die Methode bezüglich Vater, Mutter, Frau, Kinder. Die Methode bezüglich uns selber. Du bist der einzige und die letzte von deinem Sohn. Rasch wie möglich. Und wenn noch später, das ist die letzte Löwe, bekommt er einen Schlag und sagt rasche Gebirte. Aber das ist die letzte und die einzige. Diese Philosophie zu verinnerlichen. רבי חנה בן קשה אומר, צעקו נקראו לזכות את ישראל, כאילו רבנים תורה מצוות שנאמר, עד אלוהי חופש למען תקבו יגדיל ברירו וידיהם יסקדי שמי רבו.
ועולמות בבוקר וסבי ימוסיבי עצמם ומכונן ויקורא משיחי אמן ולכי יכון ונכון לחיי לבוקר ישראל ועגולו בזמן קורי ואמרו אמן ויסא דור ויסא לב ויסא לו שמי דקודשו בריחו לילה מכל מפרסות ושירוסות ופרסות ונתומסות אמירון בעולמו ואמרו אמן ישראל ועל רבנון ועל תלמידי און וכל תלמידי תלמידי און ועל כל מון דעוסקין בהוראי זאתי והסורדים ובדוק על השר והשר יהיה לאון נכון לשלום הרב וכנדכי זאת ורחמים וחי נריחין ומזונה רוויחי ופור קונו מן קודום עבון ומשמיו וערוב אמרו אמן יש לו מרבו משמיו וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן אוי זה שלום במרו אמון וברך